Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 8. Wecker habe ich nicht gestellt. Um 6 Uhr wurde ich natürlich das erste Mal wach. Ich hätte am liebsten ein bisschen länger geschlafen, aber der vom Campingplatz hat gesagt, dass die hier um 9 Uhr die Duschen und Toiletten schließen, weil die dann putzen und so. Ja, und ich will auf jeden Fall frühstücken. Ich wasche und Zähne putzen in Ruhe. Vielleicht lege ich mich dann noch mal kurz hin. Mir tut alles weh. Also diese Samarest-Isomatte. Auf dem Rücken schlafen ist okay, aber wenn ich mich auf die Seite drehe, was ich gerne mache, dann ist es scheiße. Vor allen Dingen, wenn dann eh schon die Hüftknochen vom Rucksack wehtun. Boah, I don't like. Boah, ich bin richtig verspannt. Aber okay. Jetzt erstmal Kaffee. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, guten Morgen nochmal. Es ist 10.30 Uhr. Ich starte jetzt los. Hab mir ein bisschen Zeit gelassen, weil heute ja nur 9 Kilometer anstehen. Ich glaube auch mit ein bisschen Steigung, aber sei es drum. Und ja, da startet der Weg vom Campingplatz. Wow, sehe ich jetzt erst. Schaut euch das mal da an. Dadurch, dass das hier alles so ja, bergig ist, ihr kennt das wahrscheinlich, manchmal, wenn man irgendwo steht, dann hat man die Perspektive gar nicht und dann läuft man ein paar Meter und dann erkennt man plötzlich irgendwelche Berge oder irgendwas, die vorher noch ein bisschen versteckt waren. Ja, wie gesagt, heute 9 Kilometer. Die Karte sagt nichtsdestotrotz 4,5 Stunden, deswegen nur flach kann es nicht sein. ja. Und morgen steht dann der härteste Tag an. Da geht es dann über einen Pass. Ja, der Tag soll dann wohl auch 11 Stunden lang dauern. Ja, für mich dann sicherlich mehr als 11 Stunden. Gerade hoch. Ja, und guck mal da hinten. Sieht man das? Ja,
Schaut mal da hinten. Amazing. Echt so schön hier. Aber jetzt muss ich hier weiter hoch. Scheiße, ich kriege echt schon Angst vor morgen. Nein. Ja. Aber ja, krieg ich schon irgendwie hin. Muss ja. Ein bisschen witzig, weil jedes Mal, wenn ich heute in die Kamera gucke, habe ich irgendwo Dreck. Das habe ich jetzt schon weggemacht, aber der Weg, der ist heute sehr, ja, dusty, sandig. Der Zeltplatz, der war auch ganz schön staubig. Ich bin auch komplett dreckig. Kamera sowieso gefallen. Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn ich irgendwelche Flecken im Gesicht habe, dann ist es einfach Dreck. Weil ich dann irgendwie Dreck an den Händen habe und dann mal so mache oder so. Nee, keine Ahnung, aber ja, also wundert euch nicht.
would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles upon the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset. Oh wow, ich glaube, dass der Campingplatz direkt hier am Gletscher und an dem Bach ist. Was ist das denn? Ja, guck mal. Hier ist erstmal der Ranger. Dann sollte der Campingplatz dahinter sein. Schaut mal, das sieht ja ganz cute aus. Willkommen in Los Perros. Und schauen wir mal, wo man hier seine Campingzelte aufschlagen darf. Das hier vorne sind die Premium-Zelte. Und schauen wir. Mein Setup. Ein kleines Zelt, Schlafsack, Samaras, Sea Light, Gedöns, Essen, Kosmetik, ja, Pyjama. That's it.